Also wir werden heute hier 1000 Hygienesets verteilen, plus Decken und Eimer an die am meisten betroffenen Menschen hier, deren Häuser komplett zerstört wurden oder irreparabel zerstört wurden. Und hatten das jetzt lange vorbereitet hier, haben die Sachen auch lokal beschafft. Und heute soll es endlich losgehen mit den ersten 1000. Und da sind wir jetzt gerade hier beim District Office, um noch die letzten Sachen zu klären. Das sind hier gut und gerne 1,40 Meter, wo das Wasser hier stand. Die ganzen Büros waren natürlich überflutet hier, jetzt auch im District Office, abgesehen von den ganzen Privathäusern und so weiter. Und wir sind ja hier in der Stadt, die ja etwas höher liegt, wie jetzt das Umland, wo ganze Häuser wirklich bis ans Dach zu waren oder im Wasser standen, die Leute auf den Dächern nach einem trockenen Platz gesucht haben. Was mich sehr betroffen macht, ist natürlich immer noch die Versorgung, dass es jetzt 4 Wochen, dass die Flut seit 4 Wochen anhält und die Versorgung sehr schleppend ankommt. Wir sprechen hier mit dem District Coordination Officer, der kriegt die Zahlen, der hat die am meisten betroffenen Regionen, der hat die Dörfer. Der kriegt auch die Listen der zerstörten Häuser und so weiter. Und dadurch kriegen wir natürlich auch die Listen unserer Zielgruppe, die dann eben die Empfänger für unsere Hilfsgüter sind. Ich versuche gerade eine Polizeieskorte zu besorgen, möglichst 2, um die Verteilung entsprechend abzusichern. Wir haben ja die Präsidentin hier, die Frau Diekmann und die Frau Bauer, und da möchte ich natürlich ganz sicher sein, dass es alles sicher ist. Es gab vor ein paar Tagen auch einen Entführungsversuch hier, der vereitelt wurde, Gott sei Dank, aber ich möchte natürlich jetzt auch nur mal sicher gehen, um das Schlimmste zu vermeiden. Wir machen unsere eigenen Bedarfserhebungen, wir haben Teams draußen. Wir arbeiten sehr eng mit den verschiedenen lokalen Nichtregierungsorganisationen hier vor Ort zusammen, die natürlich die Kenntnis haben, die Regio-Kenntnis haben, die auch gut vernetzt sind auf diesem Level in den Dörfern. Natürlich verifizieren wir mit diesen Gruppen die Zahlen und die Listen, die wir von den lokalen Behörden bekommen, damit wir dann auch wirklich sicher gehen können, das ist die Gruppe, die Hilfe jetzt am nötigsten braucht. Naja, die Gefahr von Krankheiten ist natürlich sehr hoch. Überall steht das Wasser. Es sind Ungezieferherde natürlich, Malaria-Gefahr, Hautkrankheiten natürlich, wenn man sich nicht richtig waschen kann. Wir haben hier sehr viele Kinder beobachtet, die schon Hautkrankheiten haben. Deshalb verteilen wir Seife natürlich in erster Linie, aber auch Seife also Kernseife für die Wäsche, Trinkwasser, Aufbereitungstabletten, also die sogenannten Aquatabs. Und ein Elektrolyte-Tütchen für die Leute, die an einer akuten Durchfallerkrankung leiden. Es ist eigentlich nicht nur eine Katastrophe. Im Norden gab es Springflut und Erdrutsche, da ist sehr viel Infrastruktur zerstört. Dann im flachen Land natürlich sehr, sehr viel mehr stehendes Wasser, das jetzt halt langsam an die Substanz der Häuser geht und die dann zusammenfallen. Der Zugang zu den Menschen natürlich ist hier sehr schwer, weil es ein Riesengebiet ist, weil nicht genug Helikopter zur Verfügung stehen, weil für uns die Straßen zum Teil nicht passierbar sind, weder mit Auto, geschweige denn mit LKW. Man muss zu Fuß weitergehen, man muss Esel einsetzen. Das ist ein Riesenproblem hier und natürlich auch die Menge der Menschen, die betroffen sind. 6 Millionen Menschen zu versorgen, das ist schon eine sehr große Aufgabe. Und die kann auch diese Gruppe von Organisationen vor Ort im Moment nicht schaffen. Das ist unmöglich. Wir rennen eigentlich der Katastrophe hinterher.